بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine geehrten Geschwister, heute inshallah ta'ala nach einer etwas längeren Unterbrechung unserer Reihe wollen wir die Reihe über die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam fortführen. Und wir hatten als letztes vor der Pause, vor der Hajj-Pause, hatten wir über die Schlacht von Badr gesprochen gehabt. Und wir haben die Schlacht von Badr nicht nur in einer Sitzung, sondern in mehreren Sitzungen erklärt und besprochen gehabt und versucht, die Ereignisse darzustellen und die Lehren aus diesem Ereignis und dieser Schlacht zu ziehen. Und jetzt gibt es einige kleinere Ereignisse, welche sich abgespielt haben nach der Schlacht von Badr, welche aber durchaus wichtig sind und auf die wir insha'Allah ta'ala nicht jetzt eingehen werden, sondern nachdem wir uns mit der Schlacht von Uhud beschäftigt haben. Der Grund hierfür liegt, dass es einige zusammenhängende Aspekte gibt, gerade auch was die Beziehung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu den jüdischen Stämmen in Medina betrifft und es auch Meinungsverschiedenheiten gibt, ob der erste Zusammenstoß mit den Juden, und zwar ganz konkret dem Stamm der Banu Qaynuqa, vor der Schlacht von Uhud oder im Anschluss an die Schlacht von Uhud gewesen ist. Und deswegen möchte ich das insha'Allah ta'ala aufschieben auf die Zeit nach der Schlacht von Uhud, wo wir dann auf diese Aspekte im Einzelnen eingehen werden, weil sie besonders wichtig sind und weil auch immer wieder den Muslimen vorgeworfen wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit den jüdischen Stämmen in Medina umgegangen ist. Die Schlacht von Badr war in welchem Jahr gewesen? Könnt ihr euch erinnern? Schwestern, in welchem Jahr war die Schlacht von Uhud gewesen? Die Schlacht von Badr, entschuldigt. In welchem Jahr war die Schlacht von Badr gewesen? 10 oder 4? 10 oder 4? Gut, 10 Jahre, da war der Prophet schon eigentlich fast verstorben. Ja? 4 ist auch ein bisschen spät für das erste große Ereignis. Ja, ich weiß, Mustafa, du weißt es. Noch andere Meinungen? Außer Mustafa? Seif? Was? Im zweiten Jahr nach der Hijra. Absolut richtig. Im zweiten Jahr nach der Hijra war die Schlacht von Badr gewesen. Die erste große militärische Auseinandersetzung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Muslime gegen die Quraysh. Die Schlacht ist, wie wir es besprochen hatten, zugunsten, und zwar ganz klar zugunsten der Muslime ausgegangen. Die Quraysh haben ca. 70 Männer verloren. Es wurden ca. 70 gefangen genommen. Sie mussten dann freigekauft werden oder wurden von den Muslimen einfach freigelassen oder sie mussten muslimischen Kindern das Lesen und Schreiben beibringen, wenn sie nicht genügend Vermögen hatten, um sich selbst freizukaufen und lesen und schreiben konnten. Und jetzt vergeht ein Jahr. In welchem Monat war die Schlacht von Badr noch einmal gewesen? Im Monat Ramadan. Im Monat Ramadan. An welchem Tag? Genau. Am 18. des Monats Ramadan
war die Schlacht von Badr gewesen, im zweiten Jahr nach der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, in was für einer Situation sich die Quraysh befunden haben. Man kann sich jetzt ausmalen, was für Rachegelüste sie entwickelt haben müssen. Dass sie jetzt alles daran setzen werden, sich an den Muslimen zu rächen und zu versuchen, diese Niederlage in irgendeiner Weise wieder gut zu machen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dann auch wirklich erfahren von seinem Onkel Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, der noch in Mekka gewesen war, der eigentlich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam auswandern wollte, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt hatte: Bleib in Mekka, weil du uns dort von größerem Nutzen bist, damit ich immer wieder die Nachrichten von dir erhalte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ein Schreiben erhalten von seinem Onkel Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Und aus diesem Schreiben ging hervor, dass die Quraysh ihr Vermögen, welches sie aus der Karawane des Abu Sufyan, welche ja die Muslime nicht überfallen konnten, ihr könnt euch erinnern, bei der Schlacht von Badr, ja, eigentlich ursprünglich wollten die Muslime die Karawane von Abu Sufyan überfallen, die Karawane der Quraysh, in der sich ihr Vermögen befand und mit dem sich die Quraysh auch bereichert hat, es aber dann nicht geschafft haben und es daraufhin zur Schlacht von Badr kam. Und die Quraysh haben das Vermögen, den Gewinn aus dieser Karawane genutzt, um was zu tun? Um eine Armee auszurüsten. Eine Armee, welche aus 3000 Männern bestehen sollte, mit 200 Reitern. Sie hatten dann auch 700 Dirr gehabt, das heißt so eine Art Rüstungen, welche sie anziehen konnten. Also sie waren sehr, sehr gut ausgerüstet gewesen für ihre Verhältnisse. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er erfährt jetzt von seinem Onkel Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, dass sich die Quraysh auf dem Weg befindet nach Medina, um Medina anzugreifen. Die Quraysh, sie wollten Rache nehmen. Die Quraysh, sie wollten den Arabern auf der arabischen Halbinsel zeigen, dass sie sich nicht einfach so besiegen lassen und dass sie solch eine Niederlage nicht einfach hinnehmen. Die Quraysh hatten eine besondere Stellung unter den Arabern. Ich meine, sie waren die Hüter der Kaaba gewesen, des Heiligtums der arabischen Halbinsel. Obwohl die Araber Polytheisten gewesen waren und Götzen angebetet haben, sind sie trotz alledem immer wieder zur Kaaba gepilgert und haben dort die Hajj oder die Umrah vollzogen. Und dementsprechend, die Quraysh wollten der arabischen Halbinsel zeigen und den arabischen Stämmen zeigen, dass sie weiterhin eine wichtige militärische Macht sind und dass sie Mekka verteidigen können und dass sie solche eine Niederlage nicht hinnehmen werden. Hinzu kommt ein ganz wichtiger Aspekt, und zwar ein rein ökonomischer und wirtschaftlicher Aspekt. Was bedeutet das? Dass die Muslime es schaffen, den Quraysh eine Niederlage zuzufügen. Dass die Handelswege der Quraysh nicht mehr sicher sind. Wovon haben denn die Quraysh gelebt? Was war denn ihre Haupteinnahme gewesen? Was war ihre Haupteinnahme gewesen? Ja? Dass die Menschen zu Mekka gepilgert sind und die haben Handel geführt. Handel, ja. Handel. Einmal die Pilger, die nach Mekka kamen. Es gab Märkte, ja, welche während der Pilgerzeit stattgefunden haben. Suq Ukaf, Mijinna und einige andere Märkte. Ja. Und ganz, ganz wichtig, Allah Ta'ala, er spricht auch von zwei Reisen. In welcher Sura? In Surat Quraysh. Rihlat al-Shita'i was-Saif. Die Reise des Winters und des Sommers. Das waren Handelsreisen gewesen.
Sie befanden sich auf der sogenannten Weihrauchstraße aus dem Jemen. Ja, ganz, ganz wichtig. Also, sie war mitten sozusagen auf dieser Handelsroute gewesen und haben gehandelt im Süden und im Norden. Und dementsprechend, es gab auch einen ganz klaren wirtschaftlichen Grund, warum sie gesagt haben, wir müssen jetzt unsere Handelswege wieder schützen, weil nämlich die Muslime unsere Handelswege bedrohen und wir nicht mehr sicher sind. Also alles Gründe gewesen, weshalb die Quraysh gesagt haben, wir müssen die Muslime in Medina angreifen. Und wir müssen diejenigen sein, die zu ihnen ziehen. Wir warten nicht darauf, bis sie zu uns kommen, sondern wir sind diejenigen, die zu ihnen marschieren, um dort die Muslime in Medina zu besiegen und ein für alle Mal die Bedrohung des Islam und die Bedrohung Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beenden. Das war ihre Intention und das war ihre Absicht gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt alles mitbekommen. Sein Onkel Al-Abbas, er hat ihn gewarnt. Was macht jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er schickt jetzt nochmal jemanden, der den Quraysh entgegenmarschiert, sich unter sie mischt, um ganz genau herauszufinden, wie viele es jetzt wirklich sind. Und wen schickte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er schickte einen Mann, von dem er wusste, dass er sich sehr, sehr gut auskennt mit militärischen Angelegenheiten. Jemand, der schon in der Schlacht von Badr dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen sehr, sehr wichtigen und wertvollen Vorschlag gemacht hat. Könnt ihr euch erinnern, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich beim ersten Brunnen in Badr niedergelassen hat und ein Sahabi zu ihm kam und sagte, O Gesandter Allahs, ist das ein Ort, den Allah für dich bestimmt hat? Oder handelt es sich hierbei um Kriegslist? Wie hieß nochmal dieser Sahabi? Kann sich noch jemand erinnern? Eine wichtige Persönlichkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte sich bei der Schlacht von Badr, von Uhud, noch einmal auf ihn stützen und schickte ihn, damit er die Quraysh ausspioniert. Al-Hubab ibn al-Munzir. Al-Hubab ibn al-Munzir. Ja, merkt euch diesen Namen, es ist eine wichtige Persönlichkeit, welche sich in militärischen Angelegenheiten sehr, sehr gut auskannte, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich auch in dieser Sache auf ihn gestützt hat. Und Al-Hubab ibn al-Munzir, er mischte sich unter die Quraysh und er konnte diese Anzahl bestätigen und er konnte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ganz genau sagen, wo sich die Quraysh befinden. Was machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt? Er tat das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangte und was Allah ta'ala von ihm und auch von allen anderen Muslimen verlangte und geboten hat. Nämlich, dass er sich beraten lassen soll. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat seinen Gefährten beigebracht, ihre Meinung zu sagen. Genauso wie wir das in dieser Geschichte mit Al-Hubab ibn al-Munzir hatten, der sich getraut hat, zum Propheten zu gehen und zu ihm zu sagen, O Gesandter Allah, sag mal, ist das deine Meinung oder ist es eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in allen anderen Angelegenheiten immer wieder den Muslimen die Möglichkeit gegeben, ihre eigene Meinung zu äußern und zu fragen und Dinge teilweise auch in Frage zu stellen? Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel, bevor wir darauf zu sprechen kommen. Und zwar einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Aisha radiyallahu anha, man nuqisha al-hisab yawm al-qiyamati uzzib. Mit wem bei der Abrechnung am jüngsten Tag diskutiert wird, der wird bestraft. Aisha radiyallahu anha, sie dachte über diese Worte nach und sagte dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, aber Allah sagt im Koran etwas anderes. Guck mal, sie traute sich dem Propheten
zu fragen und mit ihm zu diskutieren und sogar etwas in Frage zu stellen. Und sagt zu ihm, Allah sagt aber etwas anderes im Koran. Er sagt, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Was aber denjenigen anbelangt, der sein Buch mit der Rechten bekommt, der bekommt eine leichte Abrechnung. Wie kann das sein, o Gesandter Allahs? Allah spricht hier von einer leichten Abrechnung. Und dementsprechend, nicht jeder, mit dem abgerechnet wird, wird automatisch bestraft. Also das, was du gerade gesagt hast, widerspricht dem Koran. Der Prophet hat ähnlich gesagt, wie kannst du meine Worte in Frage stellen? Wie kannst du es dir erlauben, dass du überhaupt mit mir darüber diskutierst, ich bin der Gesandte Allahs? Sondern der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er erklärte ihr, was mit diesem Vers gemeint ist und warum das, was er gesagt hat, trotzdem stimmt. Und zwar sagte er zu Aisha, o Aisha, damit ist lediglich was gemeint? Al-Ard. Was ist Al-Ard? Das Vorstellen der Sünden, nicht mehr. Also Allah diskutiert nicht mit dir über deine Sünden, sondern er stellt dir deine Sünden nur vor, er hält sie dir vor, ohne mit dir darüber zu diskutieren. Aber derjenige, mit dem diskutiert wird bei der Abrechnung, der wird bestraft. Und hierzu sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer anderen Überlieferung, يُدْنَا الْمُؤْمِنُ مَنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Der Mu'min wird seinem Herrn am jüngsten Tag nahegebracht. فَيَضَعُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ كَنَفَ. Und der Herr der Erhabenheit legt dann seinen Schutz über ihn. Und jetzt kommt es, die Bestätigung dafür. وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Und er lässt ihn seine Sünden eingestehen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah ihn dann fragen wird, den Mu'min, den Gläubigen, hast du nicht das und jenes an dem und dem Tag getan? Woraufhin der Gläubige sagen wird, ja, o Allah. Allah fängt gar nicht an, erst mit ihm darüber zu diskutieren, sondern er sagt lediglich zu ihm, ich habe diese Sünde im diesseitigen Leben bedeckt gehalten und ich werde sie dir heute vergeben. Satartuha alayka fid dunya wa sa'aghfiruha laka al-yawm. فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Woraufhin er sein Buch mit der Rechten bekommen wird. Genauso wie es Allah Ta'ala hier beschrieben hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, damit wir zurück zu unserem Thema zurückkehren, er hatte also kein Problem damit, dass Leute teilweise seine Meinung auch in Frage stellen. Ja, in bestimmten Bereichen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Sahaba sogar klar gemacht, dass sie sich besser auskennen als er. Und dass er als Prophet nicht in allen Bereichen ein Experte ist. Dass er zwar seine Meinung hat, wie jeder andere Mensch, aber er kein Experte ist in allen Bereichen. Als einmal der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina, und er war ja kein Medinenser gewesen, er war Mekkaner, die Mekkaner kannten keine Dattelpalmen, die Mekkaner wussten nicht, wie man Dattelpalmen züchtet und worauf man Acht geben muss, dass man eine gute Ernte bekommt. Und er ging dann durch einen Garten und fragte dann, ja, warum macht ihr das denn nicht so? Einfach so als, er hat einfach gefragt, was haben Sie verstanden? Sie haben verstanden, ja, dass das eine Art Aufforderung ist. Er ist Prophet, er muss es besser wissen. Ja? Und haben dann das getan, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einfach als Vorschlag, als Frage, ja, von sich gegeben hat. Die Ernte ist in diesem Jahr nicht so gut ausgefallen wie sonst. Und dann haben sich die Sahabe gewundert und haben gesagt, Gesandter Allahs, du hast uns gesagt, wir sollen das und jenes tun. Woraufhin der Prophet sagte, ihr wisst besser Bescheid über eure weltlichen Angelegenheiten. Ihr wisst besser Bescheid über eure weltlichen Angelegenheiten. Das war einfach nur ein Vorschlag gewesen. Ich habe einfach laut sozusagen nachgedacht. Ja? Aber das war jetzt keine Offenbarung von Allah gewesen, der mir zeigt, wie man besser Datteln sozusagen züchtet oder wie man für eine bessere Ernte sorgt. Das ist überhaupt nicht die Sache gewesen. Und da sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überhaupt kein Problem damit hatte, dass man seine Meinung in Frage stellt und dass man auch mit ihm darüber diskutiert, sallallahu alaihi wa sallam. Hallo. Danke. Dass man auch mit ihm darüber diskutiert. Und in diesem Sinne, als jetzt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erfahren hat, dass sich die Quraysh auf dem Weg befinden,
Nach Medina hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich versammelt mit den Menschen aus Medina. Und zwar diejenigen, von denen man dann auch Meinung nimmt, das heißt die Älteren, die Stammesführer. Und er hat ganz offen nach ihrer Meinung gefragt. Was sagt ihr? Was ist eure Meinung? Sollen wir ihnen entgegenmarschieren mit einer Armee? Oder sollen wir in Medina bleiben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte welche Meinung gehabt? Seine Meinung war gewesen, wir bleiben in Medina. In Medina kennen wir uns besser aus als die Quraysh. Selbst wenn sie Medina belagern sollten, ja, sie werden nicht genügend Wasser haben. Ja, wir können einen Häuserkampf machen, wir können von den Dächern Steine schmeißen. Die Frauen können mitkämpfen. Die Leute werden sich anstrengen, warum? Weil sie auch Angst um ihre eigene Familie haben. Das war seine Meinung gewesen. Wer stand an der Seite des Propheten zu Hause in diesem Moment und bestätigte seine Meinung? Ein Mann, den wir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal erwähnen. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber dieser Mann wird uns noch häufiger begegnen. Und zwar ein Mann mit dem Namen Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Merkt euch diesen Namen. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nee, wir haben ihn schon mal erwähnt gehabt, glaube ich. In welchem Kontext? Könnt ihr euch noch erinnern? In welchem Kontext wir ihn erwähnten? Wer ist dieser Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Wir hatten ihn schon mal erwähnt, da bin ich mir sicher. Nämlich im Zusammenhang mit der Hijra. Ja, er ist das Oberhaupt, der Heuchler. Aber warum? Und wer ist er überhaupt gewesen? Warum ist er das Oberhaupt der Heuchler? Wer kann sich erinnern? Welche Stellung hatte er gehabt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte? Ja, ihr könnt euch erinnern, dass die Aus und die Khazraj, die beiden arabischen Stämme in Medina, jahrzehntelange Auseinandersetzungen hatten. Teils auch militärische Auseinandersetzungen. Und kurz bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte und sich der Islam in Medina ausweitete, sollte er zum König von Medina gekrönt werden. Sie hatten keinen König gehabt. Aber sie haben sich dann entschieden, okay, wir wollen einen König für Medina. Also damals Yathrib. Und in diesem Moment kam wer in Medina an? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das war natürlich für die Menschen in Medina eine Art Erlösung gewesen. Warum? Weil ich weiß jetzt nicht genau, ob er zu den Aus- oder den Khazraj gehörte. Muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken, insha'Allah ta'ala. Aber er gehörte ja einem dieser beiden Stämme an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehörte keinen dieser beiden Stämme an. Er war neutral gewesen. Und dementsprechend waren die Medinenser froh gewesen, dass jemand jetzt die Verantwortung in Medina übernimmt, der neutral ist und der nicht zu einem dieser beiden Stämme angehört. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie sich Abdullah ibn Ubay ibn Salul gefühlt haben muss in diesem Moment. Er sollte zum König gekrönt werden und dann kam wer? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und er wurde nicht zum König. Abdullah sollte dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals verzeihen. Er empfand tiefen Hass und Groll gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Interessant ist aber, dass gerade in diesem Punkt Abdullah ibn Ubay ibn Salul sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Meinung anschließen sollte. Aus welchem Grund? Was würdet ihr sagen? Warum hat er sich hier dem Propheten angeschlossen und ihm nicht widersprochen? Muss ja einen Grund haben. Er war ja eigentlich immer gegen ihn gewesen. Ganz einfach. Wenn er in Medina ist, dann wird nicht auffallen, dass er sich nicht an die Seite des Propheten stellt. Das heißt, wenn er nicht mitkämpft, er wird abwarten. Wie ist der Ausgang des Kampfes? Wenn er merkt, okay, die Muslime haben Überhand, dann kann er behaupten, ja, wir haben euch geholfen. Wenn aber die Quraysh Oberhand gewinnen sollten, dann kann er immer noch sagen, ja, dann kann er sich
sozusagen kann er die Muslimen in den Rücken fallen und kann dann die Quraysh unterstützen und ist dann derjenige, der die Quraysh zum Sieg geführt hat und ist dann automatisch der neue Herrscher von Medina. Und es gibt keine Muslime mehr in Medina. So einfach. Also es würde nicht auffallen, strategisch gesehen für ihn als jemand, der eigentlich keine Muslime in Medina haben möchte, der eigentlich möchte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verschwindet, ist das die beste Wahl. Das ist die einmalige Chance. Sollten die Muslime gewinnen, dann tue ich so, als hätte ich sie unterstützt. Sollten sie verlieren, dann werde ich auch einen draufsetzen und dann bin ich der Gewinner der Quraysh und ihr Unterstützer. Also ich habe in beiden Fällen gewonnen. Und das ist die Gefahr der Heuchler. Und genau aus diesem Grund spricht Allah Ta'ala immer wieder über die Heuchler im Koran. Und der Koran, er sagt sogar, dass die Heuchler in der tiefsten Stufe des Höllenfeuers sein werden. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Die Heuchler befinden sich in der untersten Stufe der Hölle, des Feuers. Warum? Weil ihre Gefahr viel, viel größer ist als die Gefahr von einem offensichtlichen Feind. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Allah Ta'ala eine ganze Sura herabsendet über die Heuchler, Surat al-Munafiqun. Es gibt auch eine Sura über die Kafirun. Aber schaut mal, wie lang Surat al-Munafiqun ist und wie lang Surat al-Kafirun ist. Surat al-Kafirun kennen wir alle auswendig. Qul ya ayyuhal kafirun. Ihre Angelegenheit ist deutlich. Ja? Ihr dient nicht dem, den ich diene, und ich diene nicht dem, den ihr dient. Lakum dinukum wa liya din. Ihr habt eure Religion, ich habe meine Religion. Punkt. Die Sache ist geklärt. Bei den Heuchlern, sie behaupten immer etwas anderes, als was in ihren Herzen ist. Man kann sie nicht fassen. Sie geben sich als Muslime aus, aber sind in Wirklichkeit keine Muslime. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Allah Ta'ala gleich am Anfang von Surat al-Baqarah über diese drei Arten von Menschen spricht. Einmal über die Mu'minun, die Gläubigen. Wie viele Verse? Huda lil muttaqin. Und dann ja, spricht Allah Ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Eins, zwei, drei Verse. Dann kommt welche Gruppe von Menschen? Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ja, zwei Verse über die Kafirun, die Glaubensverweigerer. Und dann kommen wie viele Verse, eine ganze Seite fast, über wen? Über die Munafiqun. Ich habe jetzt nicht diese Verse, aber mindestens 6, 7 Verse über die Munafiqun. Und dann sogar noch Gleichnisse über die Munafiqun, über die Heuchler. Warum? Weil sie nicht fassbar sind und weil sie eine viel größere Gefahr darstellen als die Muslime selbst. Und deswegen, wenn wir in der islamischen Geschichte auch immer wieder schauen, dann sehen wir, dass diejenigen, welche den Muslimen am meisten geschadet haben, nicht ja, der äußere Feind ist, sondern immer der innere Feind. Immer Leute, die bereit gewesen waren, ihre Religion zu verkaufen. Die sich nach außen hin als praktizierende Muslime ausgegeben haben und dann den Islam von innen bekämpft haben. Eine große Gefahr. Und wir werden bei der Schlacht von Uhud noch sehen, was Abdullah ibn Ubay ibn Salul machen wird. Etwas ganz, ganz Schlimmes. Etwas, was beinahe in einer Katastrophe endete. Aber dazu später mehr, insha'Allah ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt seine Meinung. Lasst uns in Medina bleiben. Wer stellt sich gegen diese Meinung? Die Jüngeren unter den Gefährten, unter anderem aber auch jemand, der älter ist, nämlich Hamza ibn Abd al-Muttalib, der Onkel unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Worauf deutet das hin? Dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er darüber gesprochen hat, das nicht sozusagen nur in einen kleinen Kreis getan hat, sondern teilweise auch Leute hinzugezogen hat, die etwas jünger waren, aber denen er vertraute, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hörte ihnen zu. Und was war ihre Meinung gewesen? O Gesandter Allahs, wir wollen den Quraysh entgegenmarschieren und wir wollen ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. O Gesandter Allahs, wir hatten schon nicht die Möglichkeit gehabt, an der Schlacht von Badr teilzunehmen. Nicht, weil wir nicht wollten,
sondern weil wir nicht wussten, dass es überhaupt zu einem Kampf kommen wird. So gib uns wenigstens die Chance, dass wir jetzt zeigen, dass wir bereit sind, uns auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala einzusetzen. O Gesandter Allahs, wir wollen den Quraysh zeigen, dass wir keine Angst haben. O Gesandter Allahs, wir als Ansar haben dir ein Versprechen gegeben. Wir haben dir geschworen, dass wir dich genauso verteidigen werden wie unsere eigenen Familien. Und sollte jemand versuchen, unsere Familien anzugreifen, dann würden wir ihm ebenfalls entgegenmarschieren. Das war ihre Intention gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sah jetzt diese Motivation der jungen Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sah, die Mehrheit, sie will wirklich dem Feind entgegenmarschieren. Und er weiß, dass Allah Ta'ala von ihm was verlangt hat, dass er sich beraten lassen soll. Und das Beraten nicht nur bedeutet, dass ich einfach zuhöre und dann das durchsetze, was ich für richtig halte, sondern dass ich auch bereit bin, meine Meinung zu ändern und mich auf die Meinung der anderen einzulassen und von meiner eigenen Meinung abzulassen. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen zustimmte. Bevor wir jetzt weitergehen, ein ganz wichtiger Fiqh-Aspekt. Und zwar gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den muslimischen Gelehrten darüber, ob die Shura im Islam, dieses Beratungsprinzip, was Allah Ta'ala im Koran von den Muslimen und sogar von unseren Propheten direkt verlangt hat, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, und berate mit ihnen in der Angelegenheit, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, und ihre Angelegenheit ist die Beratung unter ihnen, ob dieses Shura-Prinzip verbindlich ist oder nur eine beratende Funktion hat. Was ist damit gemeint? Das heißt, wenn jetzt die Mehrheit sich entscheidet für eine Meinung, ist diese Mehrheit für den Regenten und für den Herrscher oder den Verantwortlichen verbindlich oder ist sie nicht verbindlich? Das heißt, hat diese Beratung lediglich eine beratende Funktion und dann kann der Herrscher sich frei entscheiden, auch gegen die Mehrheit? Oder ist die Meinung der Mehrheit verbindlich für den Herrscher? Es gibt Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten diesbezüglich. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, nein, sie ist nicht verbindlich. Es ist nur eine beratende Funktion. Wenn wir uns jedoch die verschiedenen Ereignisse anschauen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich beraten ließ, dann sehen wir, dass er eigentlich fast immer sich auf die Meinung der Mehrheit eingelassen hat. Sich fast immer auf die Meinung der Mehrheit eingelassen hat und sie dann befolgt hat, außer wenn es eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, die ganz klar die Sache entscheidet. Und dementsprechend, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer diese Mehrheit befolgt. Und das ist ganz, ganz wichtig für auch unser heutiges Verständnis von einem Staat. Es gibt immer noch viele Muslime, die sagen, ja, und das ist leider, muss man auch ganz offen sagen, leider so, ja, dass sie immer noch sagen, ja, der Herrscher kann im Grunde genommen tun lassen, was er möchte. Er muss sich zwar beraten lassen, aber dann am Ende kann er selbst entscheiden. Ja, toll. Ja, und dann? Dann haben wir genau diese Diktaturen, wie wir sie in den islamischen Ländern teilweise haben. Die Herrscher machen, was sie wollen. Sisi in Ägypten baut einfach Schlösser. Ja? Ein Schloss nach dem anderen. Habt ihr das mitbekommen? Ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten, diejenigen, die Arabisch können, werden wahrscheinlich auch die Nachrichten verfolgen. Ja? Dass er jetzt herausgekommen, dass er ja, für Milliarden von ägyptischen Pfund, Milliarden, ja, Schlösser bauen lassen hat. Ja? Also für, eigentlich im Grunde genommen für ihn, ja, und für das Militär. Teure Hotels, 7-Sterne-Hotels, obwohl das Volk hungert. Die Menschen haben nichts zu essen. Und er macht das einfach, ohne dass er irgendjemanden überhaupt um Rat bittet. Er tut das einfach. Und als er dann, weil das jetzt herausgekommen ist, es gab einen Typen, der heißt Muhammad Ali, ja, der in den Medien ja, das jetzt sozusagen bekannt gemacht hat und immer wieder Videos hervorgebracht hat. Ja. Und dann hat er in einer Konferenz von Jugendlichen, hat er dann darüber gesprochen, ja, ich baue Schlösser und ich werde auch weiter Schlösser bauen, ja, weil ich mache das ja für die Ägypter, als ob die Ägypter darin wohnen dürfen. 100 Millionen Ägypter dürfen jetzt in diesen Schlössern wohnen, natürlich. Ja. Das heißt, das sind Leute, Pharaonen, die einfach tun und lassen, was sie wollen. Und dann heißt es, wir lassen uns beraten.
Und dementsprechend dieses Schura-Prinzip ist ein unglaublich wichtiges Prinzip. Und ich muss leider sagen, dass der Westen uns in dieser Hinsicht weit voraus ist. Weit voraus ist. Und dass sie auch aufgrund ihrer Geschichte, weil es viel Blutvergießen in ihrer Geschichte gegeben hat, vor uns es leider geschafft haben, ja, zumindest in der Neuzeit, ja, dieses Prinzip der Beratung, der verpflichtenden Beratung auch wirklich in ihr Staatssystem und in ihre Staatsphilosophie zu implementieren, sodass es ein fester Bestandteil ist. Und das nennen sie dann Demokratie. Und das ist etwas, was wir auch brauchen als Muslime. Ob ich das jetzt Demokratie nenne oder Schurokratie oder wie auch immer. Wichtig ist, dass wir dieses Beratungsprinzip haben. Das haben wir leider in vielen islamischen Ländern nicht. Und das ist traurig. Oder teilweise heißt es dann Demokratie, aber es ist in Wirklichkeit keine Demokratie. Es ist eine Militärdiktatur. Und das ist traurig. Ja? Und das haben wir leider, ja, das ist etwas, worunter die Muslime heutzutage leiden und worunter die islamische Geschichte jahrhundertelang gelitten hat. Und deswegen, warum heißen denn die vier rechtgeleiteten Kalifen, vier rechtgeleitet, Ar-Rashidun? Warum sind es so Al-Khulafa Ar-Rashidun? Was ist der Grund? Was ist der Unterschied zwischen Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali und zwischen Muawiyah ibn Abi Sufyan? Das sind alles Sahabe. Was ist aber der Unterschied? Was hat sich geändert mit Muawiyah ibn Abi Sufyan? Warum wird er nicht mehr als Khalifa Rashid bezeichnet? Als rechtgeleiteter Kalif, obwohl er ein Sahabi war. Das muss er einen Grund haben. Ja? Weil er genau dieses Shura-Prinzip, dass die Gläubigen bestimmen, wer sie regiert, abgeschafft haben oder abgeschafft hat und eine Monarchie eingeführt hat. Eine Monarchie eingeführt hat, wo der Monarch bestimmt, wer der Nachfolger ist. Und dieses Beratungsprinzip einfach aufgehoben wurde. Abu Bakr wurde durch Beratung gewählt. Umar wurde durch Beratung gewählt. Uthman wurde durch Beratung gewählt. Ali wurde durch Beratung gewählt. Und bestimmt. Und dann kam Muawiyah ibn Abi Sufyan, hat das Kalifat an sich gerissen und das ist sein größter Fehler gewesen. Und er ist trotzdem ein edler Sahabi, aber trotzdem, er hat diesen Fehler gemacht. Ja? Und ist deswegen kein Khalifa Rashid mehr. Und da sehen wir, wie wichtig dieses Prinzip ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Gesandter Allahs umgesetzt hat. Was macht jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kommen wir zurück zur Schlacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er begibt sich jetzt in sein Haus. Wahrscheinlich haben sie sich in der Moschee beraten. Ich weiß nicht genau wo, aber ich gehe davon aus, dass sie sich in der Moschee beraten haben. Er geht jetzt in sein Haus und einige Sahabe, die das gesehen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam also überredet wurde, gegen seine Meinung den Quraysh entgegenzuziehen, haben die Sahabe, die ganze Zeit auf den Propheten eingeredet haben, wir möchten unbedingt entgegenmarschieren, getadelt, haben sie kritisiert, gesagt, wie könnt ihr den Propheten zu etwas zwingen, was er gar nicht machen möchte. Woraufhin diese Sahabe schlechtes Gewissen bekam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam jetzt aber aus seinem Haus heraus und hatte eine Rüstung an. Und in diesem Moment kamen die Sahabe, hatten schlechtes Gewissen und sagten, ja, Rasulallah, es tut uns leid, wir entschuldigen uns, wir sind zu motiviert gewesen und wir haben dich überredet. Wir schließen uns deiner Meinung an und wir bleiben in Medina. Was antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Eine unglaubliche Antwort. Unglaubliche Antwort. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, ma kana li nabiyyin إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى يُنْجِسْ أَوْ يُنَاجِسْ أَوْ يُقَاتِلْ أَوْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَائِهِ. Verschiedene Riwayat, verschiedene Versionen dieser Überlieferung. Wenn erst einmal ein Prophet seine Rüstung angezogen hat, dann legt er sie nicht eher ab, bevor Allah subhanahu wa ta'ala zwischen ihm und seinem Feind entscheidet, bis er kämpft, bis die Sache entschieden wird. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich für etwas entschieden, für die Mehrheit entschieden und er setzt es jetzt durch.
Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns etwas ganz Wichtiges gelehrt. Dass wenn ich mich für eine Sache entscheide, dass ich auch versuche, diese Sache bis zum Ende durchzuführen. Dass wenn sich die Mehrheit für etwas entscheidet und wir dann das tun, dass wir auch alle gemeinsam die Verantwortung dafür tragen. Und dass ich jetzt nicht mehr sagen kann, ich hatte eine andere Meinung, deswegen bin ich dafür nicht verantwortlich. Nein, wenn die Mehrheit sich entschieden hat, dann ist entschieden worden und dann tragen wir auch gemeinsam diese Verantwortung. Wenn ich einen Weg beschreite, dann versuche ich, ihn bis zum Ende zu beschreiten. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala im Koran? Allah Ta'ala, er sagt im Koran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Wenn du dich entschieden hast für eine Sache, wenn du die Absicht gefasst hast, dann vertraue auf Allah. Also geh diesen Weg. Jeder Weg, den du gehst, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ist mit Risiko verbunden. Wenn du gar keinen Weg gehst, dann wirst du dich niemals entwickeln. Und deswegen, hast du dich für eine Sache entschieden, dann zieh sie durch. Versuch das Beste daraus zu machen. Schau nicht zurück. Weine nicht hinterher. Es gibt Leute, die immer Angst haben. Oh, es könnte das passieren, es könnte das. Natürlich kann immer was passieren. Es gibt manche Leute, die trauen sich keine Entscheidung zu treffen. Es gibt manche Brüder oder Schwestern, die heiraten nie. Warum? Weil sie immer Angst haben. Ja, es könnte sein, aber der ist nicht so und der hat diese Eigenschaft und dann kommt der Nächste und der Dritte, der Vierte, der Zehnte schon, der Zwanzigste schon, der sich vorgestellt hat. Immer ist irgendetwas. Immer ist irgendetwas zu bemängeln. Manchmal muss man eine Entscheidung treffen. Wenn man merkt, die Sache ist gut als Ganzes, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, ja? Dann gehe ich diesen Weg. Ich möchte mich für einen Studiengang entscheiden. Ich überlege, irgendwann muss ich es machen. Ich kann nicht immer aufschieben. Und dann versuche ich, das Beste daraus zu machen. Ich überlege, soll ich jetzt ein Projekt beginnen oder nicht? Und dann studiere ich diese Sache, mache einen Plan und merke, es gibt mehr Vorteile und ich entscheide mich dafür. Dann gehe ich diesen Weg. Es gibt immer ein Risiko, bei jeder Sache gibt es ein Risiko. Es kann immer irgendetwas passieren, aber am Ende ist es eine Erfahrung mehr in meinem Leben. Wenn ich aber immer Angst habe, mich zu entscheiden, Angst habe, einen bestimmten Weg zu gehen, eine Tür zu öffnen, welche zu einem Weg führt, dann wird sich in meinem Leben nie etwas entwickeln und ich werde nicht vorankommen. Und deswegen unser Prophet, er hat sich entschieden, er hat diese Meinung angenommen und er geht jetzt diesen Weg bis zum Ende. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Wenn du dich entschieden hast, die Absicht gefasst hast, dann vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was lehrt er uns? Er lehrt uns, dass wir Zuflucht suchen bei Allah vor was? Vor Jubn. Was ist Jubn? Feigheit. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْن وَالْبُخْلِ. Und ich suche Zuflucht bei dir vor Feigheit und vor Geiz. Ich habe immer Angst, irgendwas zu machen, immer Angst, irgendetwas zu tun. Nein, manchmal muss man einfach diesen Weg gehen und sagen, Bismillah. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich habe abgewogen, Bismillah. Und ich versuche, diesen Weg zu gehen. Das sagen im Übrigen auch also Leute, die Finanzberater, die sagen immer, ja, manchmal muss man einfach anfangen. Es gibt Leute, die immer theoretisch machen und dann versuchen immer sozusagen die perfekte Investition zu finden. Es gibt keine perfekte Investition. Also ihr merkt, in allen Bereichen gibt es immer irgendein Risiko. Ob es die Ehe ist, ob es das Finanzielle ist, ob es ein Geschäft ist, ob es ein Studium ist. Ja, es gibt immer ein Risiko. Wenn ich erst einmal anfange, einen Studiengang zu studieren, dann werde ich wahrscheinlich in irgendeiner Weise in meinem Leben damit zu tun haben. Aber ich muss irgendwann einmal eine Entscheidung treffen. Im schlimmsten Fall mache ich dann was anderes. Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die Ingenieurwesen oder irgendwas studiert haben und dann plötzlich was ganz anderes gemacht haben in ihrem Leben? Haben dann ein Reisebüro aufgebaut oder weiß ich nicht was. Ja, und subhanallah, sind trotzdem erfolgreich geworden. Man muss manchmal einfach einen Weg gehen. Und jetzt macht sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit circa 1000 Männern auf den Weg und zwar mitten in der Nacht, noch vor Fajr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sucht sich einen Führer aus Medina aus, damit sie nicht den gewöhnlichen Weg nach Uhud nehmen, weil sie wussten, dass
die Quraysh von Uhud kommen. Wo liegt Uhud? Uhud liegt im Norden von Medina. Und sie wussten, die Quraysh, sie können nur nach Medina, indem sie sozusagen um Uhud herumgehen. Und deswegen versuchte der Prophet sallallahu ihnen entgegen zu marschieren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte jedoch einen Weg wählen, der nicht durch sozusagen die Hauptstraßen ging, wenn man das Straßen nennen konnte, sondern der mitten durch die Dattelplantagen ging. Und hierfür brauchte er einen Führer. Und er suchte sich einen Führer aus und die Muslime, ja, sie begaben sich dann durch die Dattelplantagen. Jetzt kamen sie durch eine Dattelplantage, welche einem der Heuchler gehörte. Dieser Mann war blind gewesen. Er hieß Nirba' ibn Qais. Dieser Mann war blind gewesen. Er konnte nicht sehen. Und er sagte, als er dann hörte, dass durch seine Dattelplantage ja, Männer hindurchgehen, und er sagte, wenn es Mohammed sein sollte, ja, dann erlaube ich ihm nicht, durch meinen Garten zu gehen. Dann erlaube ich ihm nicht, durch meinen Garten hindurch zu gehen. Woraufhin ja, einige Sahabe gesagt haben zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, lass uns diesen Mann töten. Lass uns diesen Mann töten, weil er will uns daran hindern, dass wir hier hindurchgehen sollen. Er ist ein Heuchler, er stellt sich gegen uns. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ließ jedoch davon ab, indem er einfach sagte, das ist jemand, der nicht nur blind mit seinen Augen ist, sondern der auch blind mit seinem Herzen ist. Das ist nicht jemand, der nur blind mit seinen Augen ist, sondern es ist auch jemand, der blind mit seinem Herzen ist. Und die Muslime gingen einfach weiter. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wie ist das eigentlich? Ich meine, dürfen sie einfach so durch einen Garten gehen, ja, ein Privatgelände? In solch einem Fall ja. Und daraus entnimmt man auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, es geht immer, ja, um die Frage des Nutzens und des Schadens. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat immer, wenn es um persönliche Angelegenheiten ging, immer darauf geachtet, dass er von niemandem das Recht nimmt. Beispielsweise, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam und die Moschee errichten wollte, brauchte er zunächst erst einmal ein Stück Land. Und dieses Stück Land, auf dem die Moschee errichtet werden sollte, gehörte Leuten. Sie wollten es dem Propheten schenken, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er lehnte es ab und er hat ihnen das Geld für dieses Stück Land gegeben. Immer wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gefühl hatte, dass er irgendjemand Unrecht tut, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam versucht, das gut zu machen. Könnt ihr euch erinnern an die Schlacht von Badr? Da gab es eine sehr, sehr interessante Begebenheit, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, als jemand gefordert hat, dass er Wiedervergeltung möchte, ja, ihm das auch gewährt hat. Nämlich Sawad ibn Raziyya, ist ein Sahabi gewesen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sozusagen machte die Reihen gerade und hat ihm dann, weil er etwas vor der Reihe stand, mit einem Stab in den Bauch gepikst. Woraufhin Sawad sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, ich möchte Wiedervergeltung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil er niemandem Unrecht tun wollte, er hob dann sein Gewand hoch und sagte, bitte. Und Sawad, er hat sich dann auf den Boden geschmissen, seinen Bauch geküsst. Ja, und der Prophet fragte, warum hast du das getan? Woraufhin er sagte, o Gesandter Allahs, wir werden uns gleich in einen Kampf begeben und ich weiß nicht, ob ich dich nochmal sehen werde. Und deswegen möchte ich, dass das Letzte, was ich in meinem Leben tue, das ist, dass meine Haut deine Haut berührt. Das heißt, der Prophet hat niemandem Unrecht getan. Aber in diesem Fall hat der Prophet auf ihn nicht gehört und ist einfach durchmarschiert. Warum? Weil es hier um den Nutzen für die Gemeinschaft geht. Und der Nutzen der Gemeinschaft steht immer über den Nutzen des Einzelnen. Und deswegen ist es auch heutzutage in unserem Staatsrecht so, ja, der Staat hat das Recht zu enteignen. Also auch in Deutschland. Der Staat kann, wenn es einen Nutzen gibt, einfach Menschen enteignen. Das ist möglich in bestimmten Fällen.
Wenn darin ein Nutzen liegt für die Gemeinschaft. Und genau das hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier umgesetzt und uns gezeigt, ja, wie wir umgehen müssen als Muslime, wenn der allgemeine Nutzen im Widerspruch steht zum individuellen Nutzen. Der allgemeine Nutzen steht immer über den individuellen Nutzen. Im Übrigen, ich habe mich gerade vertan, der Mann hieß nicht Mirba ibn Qais, sondern er hieß Mirba ibn Qaydi. Mirba ibn Qaydi. Das ist ein Heuchler gewesen, woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja, dann gesagt hat, la taqtuluhu fahadha al-a'ma a'ma al-qalb. Tötet ihn nicht, weil dieser Blinde ja, ist auch blind in seinem Herzen. A'ma al-basar, blind in seinen Augen. Ja, und wie gesagt, die Muslime sind einfach durchgegangen. Und jetzt geschah eine Katastrophe. Kurz vor Uhud, mitten auf dem Weg zum Uhud, passiert jetzt etwas, was die ganze Gruppe der Muslime, die ganze Truppe der Muslime regelrecht erschüttern sollte. Jetzt kommt die Rolle des Heuchlers Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Was macht er? Er kehrt einfach zurück mit 300 Kämpfern. Warum kehrt er zurück? Er kehrt zurück mit der Begründung, es wird so und so nicht zu einem Kampf kommen. Es wird so und so nicht zu einem Kampf kommen. Das Problem ist jetzt, ja, er kehrt zurück und andere Stämme, die sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam angeschlossen haben, fangen an zu zweifeln und wollen ebenfalls zurückkehren, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala sie aber festigt und sie an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam bleiben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht auch darüber im Koran, ja, dass sozusagen إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَى. Zwei Gruppen, ja, hatten die Absicht gehabt, dass sie schwach werden, تَفْشَلَى vom Fäschel, dass sie zurückkehren werden und aufgeben werden. وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. Aber Allah ist ihr Wali, Allah ist ihr Schutzherr, Allah hat sie gefestigt. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie gefestigt, sodass sie an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam geblieben sind. Aber das kann man sich vorstellen, wie sich die Sahabe gefühlt haben. Plötzlich in dieser schwierigen Situation 300 Männer weniger. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte seinen Weg gehen, bis sie in Uhud angekommen sind. Was geschah jetzt in Uhud? Wie kam es genau zu der Schlacht? Wie positionierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Soldaten? Das sind alles Dinge, welche wir insha'Allah ta'ala dann in der kommenden Woche genau besprechen werden, wo wir dann über die Ereignisse der Schlacht selbst sprechen werden, bi'iznillahi azza wa jal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr.